Es ist der 25. Dezember 2021, als sich für die Experten ein neues Fenster zu den verborgenen Geheimnissen des Kosmos öffnet. Rund 6 Monate nach dem Start des James-Webb-Weltraumteleskops lieferte uns die komplexe Gerätschaft die ersten überwältigenden Aufnahmen. Doch dies war erst der Auftakt einer ambitionierten Mission, an deren Ende unser Wissensstand über das Universum in vollkommen neue Sphären gehievt werden soll. Neben der Untersuchung der ersten leuchtenden Gebilde und Galaxien, die nach dem Urknall entstanden, soll Webbs Einsatz auch dabei helfen, die Antwort auf eine der ältesten Fragen der Menschheitsgeschichte zu liefern. Sind wir allein? Um diesem kosmischen Mysterium auf die Spur zu kommen, wird das 10 Milliarden Dollar Teleskop die Atmosphären von Exoplaneten in Augenschein nehmen und die Himmelskörper hinsichtlich ihrer Bewohnbarkeit überprüfen. Diesbezüglich rückt das geheimnisvolle Signal, das kürzlich aufgespürt wurde, ganz besonders in den Mittelpunkt der Diskussionen. Doch was hat es wirklich mit den aktuellen Schlagzeilen auf sich, die von künstlichen Lichtern auf Proxima Centauri b erzählen? Handelt es sich dabei tatsächlich um die technische Signatur einer fortschrittlichen Spezies oder lassen sich die entsprechenden Berichte auch auf andere Weise erklären? Zusammen mit euch suchen wir heute nach Antworten. Ihr könnt euch für die bahnbrechenden Entdeckungen und die faszinierenden Schauspiele im Weltall begeistern? Dann denkt daran, The Simply Space zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um regelmäßig mehr über diese spannenden Themen zu erfahren. Zeigt uns sehr gerne mit einem Daumen nach oben, dass wir euch mit den Inhalten unserer Videos spannend informieren können. Proxima Centauri b. Es ist eine Frage, die wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst ist. Sind wir allein im Universum? Ist es angesichts der zahllosen Gebilde, die uns am Firmament entgegenfunkeln, überhaupt möglich, dass die Erde der einzige Himmelskörper ist, der Leben beherbergt? Bereits ein galaktischer Volltreffer würde genügen, um all die aufregenden Debatten, die diesbezüglich geführt werden, für alle Zeiten zu beenden. Das Problem ist, obwohl es den Forschern mittlerweile gelungen ist, mehr als 5100 Exoplaneten in knapp 3800 Systemen aufzuspüren, lässt ein solcher Sensationsfund noch immer auf sich warten. Nicht nur, dass es uns bislang nicht vergönnt gewesen ist, die Existenz außerirdischen Lebens nachzuweisen, tatsächlich kennen wir auch keinen anderen Planeten als die Erde, der zweifelsfrei als bewohnbar kategorisiert werden kann. Häufig stellen die gewaltigen Distanzen, die zwischen uns und den extrasolaren Welten klaffen, eine erhebliche Komplikation bei der genaueren Analyse dar. Etwas anders stellt sich die Sache jedoch bei unserem nächsten kosmischen Nachbar dar. Kein anderer Exoplanet kommt so nahe an unsere irdische Heimat heran wie Proxima Centauri b. Obwohl gerade einmal 4,2 Lichtjahre zwischen uns und diesem Himmelskörper liegen, konnte dessen Vorhandensein erst im Sommer 2016 mithilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode nachgewiesen werden. Schnell kam die Vermutung auf, dass die Experten im Rahmen ihrer Entdeckung auf einen kosmischen Zwilling der Erde gestoßen sind. Und tatsächlich stimmt es, dass der Exoplanet seinen namensgebenden Wirtsstern Proxima Centauri innerhalb der habitablen Zone umläuft. Wir erinnern uns, in der Welt der Astronomen umfasst die habitable Zone jenen Abstandsbereich, in dem sich ein Himmelskörper zu seinem Mutterstern befinden muss, damit dort Wasser in dauerhaft flüssiger Form existieren kann. Und bekanntermaßen verkörpert das Vorhandensein von flüssigem Wasser eine fundamentale Grundvoraussetzung für die Entwicklung erdähnlichen Lebens. Auf dem sogenannten Earth Similarity Index erreicht Proxima Centauri b einen Wert von 0,87. Wie es diese offizielle Bezeichnung bereits verrät, gibt der ISI an, wie ähnlich ein anderer Himmelskörper unserer Erde ist. Doch bedeutet dies im Umkehrschluss nun, dass Leben auf Proxima Centauri b möglich ist oder dass es sich dort sogar schon entfaltet hat? Nun, diese Frage lässt sich unserem derzeitigen Kenntnisstand zufolge nicht so einfach beantworten, denn dazu wissen wir schlicht noch zu wenig über unseren extrasolaren Nachbarn. Fest steht aber, dass neuere spektrographische Analysen darauf hindeuten, dass Proxima Centauri b rund 1,17 Erdmassen aufweist. Darüber hinaus liegt der Schluss nahe, dass der Himmelskörper eine gebundene Rotation besitzt, was bedeutet, dass er seinen Zentralgestirn stets ein und dieselbe Seite zuwendet. Dieser Umstand würde bedeuten, dass sich der Exoplanet in zwei Areale unterteilt, die sich drastisch voneinander unterscheiden.
Die unablässig beschienene Tagseite wäre demzufolge deutlich heißer als die gegenüberliegende Nachtseite, die in eine ständige Dunkelheit getaucht ist. Die Gleichgewichtstemperatur des Planeten beträgt schätzungsweise minus 39 Grad Celsius. Allerdings ist auch dieser Wert alles andere als in Stein gemeißelt. Sofern der Himmelskörper eine dichte Atmosphäre besitzt, würde dessen Oberflächentemperatur infolge des natürlichen Treibhauseffektes bedeutend höher ausfallen. Auch die Meldung, dass Proxima Centauri b flüssiges Wasser beherbergen könnte, gilt es richtig einzuordnen. Die Bahnparameter und die atmosphärische Zusammensetzung, die in der entsprechenden Simulation zu diesem aufregenden Ergebnis führten, stimmen womöglich nicht mit der tatsächlichen Realität überein. Geheimnisvolles Signal. Wie soeben erwähnt, unterteilt sich Proxima Centauri b wahrscheinlich in eine sengend heiße Tag- und eine klirrend kalte Nachtseite. Allerdings bedeutet diese räumliche Aufteilung nicht, dass die Existenz von Leben auf der extrasolaren Welt deswegen kategorisch ausgeschlossen wird. Demzufolge würde zwischen den beiden Arealen der Extreme ein schmales Band liegen, in dem Temperaturen vorherrschen, die der Entwicklung des Lebens den Weg ebnen könnten. Und möglicherweise ist es den hypothetischen Bewohnern, genau wie uns, gelungen, sich im Laufe der Zeit von einfachen Einzellern zu einer hochentwickelten Spezies zu entwickeln. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, so müsste eine solche Zivilisation Spuren auf ihrer Heimatwelt hinterlassen haben. Und zwar solche, die wir auch von unserem irdischen Standpunkt aus wahrnehmen können. Und tatsächlich sollte im Dezember 2020 eine atemberaubende Entdeckung bekannt gegeben werden, die von einigen Experten als genau dies interpretiert wird. Nämlich ein künstlich erzeugtes Radiosignal. Die Quelle des geheimnisvollen Signals konnte dabei in den Gefilden von Proxima Centauri verortet werden. Ursprünglich hatten sich die Forscher der Aufgabe gewidmet, den Wirtsstern auf Anzeichen von Flares zu untersuchen. Mithilfe des Parkes-Radioteleskops in Australien wollten die Fachleute herausfinden, welche Effekte diese Strahlungsausbrüche auf die umliegenden Planeten besitzen. Bei der Auswertung der Daten, die über einen Zeitraum von 26 Stunden gesammelt worden waren, stieß Shane Smith, seines Zeichens Praktikant beim SETI-Programm, auf ein auffälliges Signal mit einer Frequenz von exakt 982,002 MHz. Seither wird dieser sogenannte Breakthrough Listen Candidate 1 oder kurz BLC 1 als offizieller Kandidat für ein künstlich erzeugtes Radiosignal einer außerirdischen Spezies betrachtet. Doch damit nicht genug, im gleichen Zeitraum stießen andere Fachleute ebenfalls auf eine Auffälligkeit im Proxima Centauri-System. Demzufolge spürten die Experten dort einen hellen, lang andauernden optischen Flare auf, welcher mit einer Serie intensiver, zusammenhängender Radioausbrüche einherging. Dass BLC-1 aktuell jedoch nicht über den Status eines aufregenden Kandidaten hinauskommt, ist der Tatsache geschuldet, dass es den Wissenschaftlern bislang nicht möglich war, die Hintergründe des Signals zweifelsfrei einzuordnen. Um den Beweis dafür zu erbringen, dass es sich bei BLC-1 tatsächlich um die technische Signatur einer extraterrestrischen Spezies handelt, sind weitere Beobachtungen zwingend notwendig. Allerdings ist es den Astronomen bislang nicht gelungen, das Signal erneut aufzuspüren. Infolgedessen kann ein anderer Ursprung, wie etwa ein Satellit oder eine natürliche Quelle, nicht ausgeschlossen werden. Künstliche Lichter? Nehmen wir einmal an, dass es dem Leben auf Proxima Centauri b tatsächlich gelungen ist, in Form einer technisch hochentwickelten Zivilisation zu erblühen. Vor diesem Hintergrund wäre es nicht abwegig, dass sich die Bewohner des Exoplaneten im Laufe der Zeit der Aufgabe widmeten, die stockdunkle Nachtseite ihrer Heimatwelt durch künstliche Lichter zu illuminieren. Dass die Entdeckung einer solchen Technosignatur derzeit immer wieder mit dem künftigen Einsatz des James-Webb-Teleskops in Zusammenhang gebracht wird, ist vor allem den Ausführungen von Avi Loeb geschuldet. Der israelische Physiker sucht schon länger nach neuen Wegen, um das Vorhandensein unserer bislang unsichtbaren Nachbarn aufzudecken. Dabei scheut der Experte auch nicht vor unkonventionellen Wegen zurück. Demnach gab Loeb im Jahr 2018 an, dass es sich bei dem geheimnisvollen Flugkörper um Muamua in Wahrheit um das Sonnensegel einer außerirdischen Spezies handeln könnte. Gemeinsam mit Elisa Taber von der Stanford-Universität veröffentlichte der Harvard-Professor eine Studie mit dem Titel »Erkennbarkeit von künstlichem Licht auf Proxima Centauri b«.
Dabei gingen die Wissenschaftler davon aus, dass die hypothetische Spezies auf dem Exoplaneten eine Lichtart verwendet, die unseren irdischen LEDs ähnelt. Das Ergebnis? Würde die künstlich beleuchtete Nachtseite 5% der Helligkeit der Tagseite erreichen, könnte Webb diesen Umstand mit 85%iger Wahrscheinlichkeit nachweisen. Dabei gilt der Grundsatz, je intensiver die künstliche Beleuchtung ist, umso höher stehen die Chancen, dass sie von unserem neuen Auge im Weltall aufgespürt wird. Würde sich die Helligkeit der Nachtseite auf 9% einpendeln, so würde die Entdeckungswahrscheinlichkeit bereits 95% betragen. Im ersten Augenblick klingt eine Beleuchtungsstärke von gerade einmal 5% nach nicht sonderlich viel. Doch leider ist dies ein Trugschluss. Demnach beträgt die künstliche Beleuchtung unseres blauen Heimatplaneten lediglich 0,001% des reflektierten Sonnenlichts. In anderen Worten ausgedrückt bedeutet dies nichts anderes, als dass die künstlichen Lichter auf Proxima Centauri b 500 mal heller strahlen müssten als ihre irdischen Gegenstücke, um von uns als solche erkannt zu werden. Möglicherweise haben uns die hypothetischen Bewohner des Exoplaneten diesbezüglich bereits eine praktische Hilfestellung geleistet. Um das Licht des Wirtssterns auf die Nachtseite des Himmelskörpers zu reflektieren, könnten die Einwohner gleißend helle Orbitalspiegel verwenden, die ebenfalls von unseren Teleskopen gesehen werden könnten. So spannend die in der Studie veröffentlichten Gedanken auch sein mögen, sollten wir nicht vergessen, dass es sich dabei um nichts als reine Theorie handelt. Zumindest bis jetzt. Ob die Thesen der Experten möglicherweise doch einen wahren Kern besitzen, muss die Zukunft zeigen. Sollte Webb eines Tages tatsächlich eine künstliche Lichtsignatur auf Proxima Centauri b nachweisen, könnt ihr sicher sein, dass wir euch darüber berichten werden. Und jetzt ist eure Meinung gefragt. Was denkt ihr über unseren planetaren Nachbarn Proxima Centauri b? Haltet ihr es für möglich, dass der Exoplanet tatsächlich eine hochentwickelte Spezies beheimatet? Schreibt uns eure Gedanken, eure Anregungen und euer Feedback zu unserem heutigen Video doch wie immer ganz einfach unten in die Kommentare. Ihr habt Lust auf weitere spannende Beiträge rund um das Thema Weltall? Dann werft zum Abschluss gerne auch noch einen Blick auf die anderen Videos unseres Kanals, zu denen ihr gelangt, indem ihr jetzt auf eines der Bildchen hier im Abspann klickt. Vielen Dank für euer Interesse, macht's gut und bis zum nächsten Mal.